Jude, Muslim, Abenteurer. Das märchenhafte Leben des Esat Bey alias Lev Nussimbaum. In Paris, wie Eugène Adjé die alte Welt auf Fotopapier bannte. Guten Abend bei Kulturzeit. Er träumte von der Verschmelzung von Orient und Okzident. Die Rede ist von Esat Bey, Bestsellerautor der Weimarer Republik, der bis jetzt aus unserem Gedächtnis verschwunden war und nun eine regelrechte Renaissance erlebt. Eigentlich hieß er Lev Nussimbaum, konvertierte aber im Alter von 17 zum Islam und verschwieg seine jüdische Herkunft. Mit dem Islam kannte er sich exzellent aus. Nicht erstaunlich also, dass die Zeit ihn mal als Scholatur seiner Epoche bezeichnet hat. Der amerikanische Bestsellerautor Tom Rees hat nun eine Biografie über Esat Bey geschrieben. Und wir können endlich staunen über das außergewöhnliche Leben eines Mannes, der sich gern als orientalischer Prinz inszeniert hat. Benedikt Maria Mölder stellt ihn vor. Ein Turban krönt den Grabstein Muhammad Esat Bey, der Name des in Positano verstorbenen Muslims. Hier in Süditalien endet 1942 die außergewöhnliche Karriere des Schriftstellers aus Baku, der in den 20er und 30er Jahren in Europa ein Bestsellerautor war. Heute wird er von Literatur und Film wiederentdeckt. Sein Grab in Positano bei Neapel ist eine Pilgerstätte. Heute wird er dort verehrt. Das ist ja auch eine Attraktion. Nicht zuletzt wird es allmählich auch eine Touristenattraktion, dieses muslimische Grab auf dem Friedhof, also auf einem christlichen, katholischen, süditalienisch-katholischen Friedhof, ein muslimisches Grab. Das ist, wenn man so will, wahrscheinlich sogar eine Rarität in ganz Europa. Er wird sehr angesehen. In Positano ist Lev Nussimbaum der Amerikaner Leo Esat Bey. In Berlin der 20er Jahre der Muslim Esat Bey. Und am Ende nennt sich der Star-Autor, dessen 16 Bücher in 32 Sprachen erscheinen, Kurban Said. Sein Identitätswechsel, sein kosmopolitisches Osmanentum faszinieren den renommierten amerikanischen Journalisten Tom Rees so sehr, dass er die Suche nach dem wahren Nussimbaum aufnimmt. 1923 konvertiert er, ein Jude, in Berlin in der osmanischen Botschaft zum Islam. Ein Prinz aus dem Morgenland will er sein. Lev Nussimbaum war jemand, der hat alles sehr spielerisch gemacht. Und für ihn, es war wichtiger, in den muslimischen Kulturraum einen Schritt zu haben. Und das war ein wichtiger Punkt, dass er offiziell konvertiert hat. Aber für seine eigene Glauben, ich glaube, dass Lev, er damals noch Lev genannt war, dass Lev hat versucht, seine eigene Religion zu begründen, zu erfinden. Feueranbeter in Baku. Baku am Kaspischen Meer. Nahtstelle zwischen Orient und Asien mit dem Islam als Hauptreligion. Hier fängt der wilde Osten an. An der Grenze zu Europa und damit ein Labor der Moderne. 1873 setzt hier der Ölboom ein. Die Nobels und Rothschilds werden hier reich und auch die Familie Nussimbaum. In einer Prachtvilla wächst der junge Nussimbaum auf. Seine Mutter ist Revolutionärin, begeht 1911 Selbstmord. Da ist Lev 6 Jahre alt, hier auf einer muslimisch-jüdischen Weihnachtsfeier. Baku war eine Hauptstadt, das für eine Weile in diese Ende 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, das war eine wirkliche Melting Pot von Asia and Europe gewesen. Und das war, man könnte dort alle Menschen aus aller Religionen, Kulturen finden, weil es war ein bisschen wie ein Manhattan von Asien war. 1920, der Einmarsch der Roten Armee in Baku. Stalin, einst unterstützt von Nussimbaums Mutter, vertreibt auch die Ölbarone Nussimbaum. Vater und Sohn werden Baku nie wiedersehen. In seinem ersten Bestseller beschreibt Esat Bey 1929 diesen blutigen Kampf ums Öl, das Trauma nach der Revolution. Für ihn Revolution und besonders Bolschewismus war ein Weg, das uns alle ins Tod führen. Nach seiner Odyssee über Istanbul, Rom und Paris landet Lev Nussimbaum 1921 schließlich wie Hunderttausende russischer Immigranten im Berliner Exil. Zwischen Bar und Bohème erlebt er in Berlin ein Aufblühen von Kunst, Kultur und Literatur.
Er verkehrt mit den Nabokovs und Pasternaks, aber auch mit strengen Moslems und rachedurstigen Antibolschewiken. Er besucht das russische Gymnasium, studiert Orientalistik und zählt neben Walter Benjamin und Walter Mehring bald zu den Edelfedern der linksliberalen literarischen Welt. Er gilt als Ostexperte und Russlandkenner. 1931 schreibt er als Esat Bey die erste profunde Studie über Stalin. Auch Hitler soll sie gelesen haben. Für Lev war Berlin eigentlich perfekt, weil es Hauptstadt von aller Kontradiktionen war, Hauptstadt von aller ideologischen Extremisten und aller Gruppen, aller Randgruppen. Lev war jemand, der suchte immer Kontroverse. In der von vielen Intellektuellen bewohnten Künstlerkolonie Berlin-Friedenau lebt Esat Bey mit seiner schönen Frau, der jüdischen Millionärstochter Erika Löwendahl. Doch die Ehe hält den stürmischen Zeiten nicht stand. Die Scheidung des berühmten muslimischen Schriftstellers erhitzt die internationale Boulevardpresse. 1935 schließen die Nazis den jüdischen Geschichtsschwindler, wie sie ihn nennen, aus der Reichsschriftkammer aus, setzen seine Bücher auf den Index. Es folgen Irrfahrten, New York, Wien, schließlich Positano. Hier wollte Esat Bey eine Mussolini-Biografie schreiben, doch unter dem letzten Pseudonym Kurban Said schreibt er die Geschichte eines Mannes, der nichts von der Liebe verstand. Es ist die Bilanz seines eigenen Lebens, das er, so Rees, in ein Märchen verwandeln wollte. 1942 stirbt der Erfolgsschriftsteller an den Folgen einer tückischen Erkrankung der Blutgefäße. Er schrieb gar nicht, dass Harmonie in dem Osten zwischen Muslimen und Juden zu finden war. Er hat nur über Möglichkeiten immer geschrieben. Und er war jemand, der sagte, dass die Welt immer komplizierter ist, und als man denkt. Und dass immer, auch wenn alles kaputt gegangen ist, es gibt immer wieder Wege, durch die Geschichte Zivilisation wieder aufzubauen. Lev Nussimbaum, alias Esat Bey, alias Kurban Said, ist wieder aktuell. Wegen seines Blicks auf den Orient, der uns heute mehr denn je verunsichert.